Wisst ihr, wie man ganz schnell Geld bekommen kann? Ganz einfach. Man nutzt die unerschöpfliche Vase, die die ganze Zeit Geld ausspuckt. Aber ich muss mit Mario im Team zusammenarbeiten. Und der stellt sich echt doof an. Och, komm schon, Mario, schnell. Katztastisch, begrüße ich euch zu einem neuen Spielbrett in Mario Party Superstars. Da wären wir. Dies ist Peach Geburtstagstorte. Wow! Birthday Cake! Yeah, wie schön! Ein neues Spielbrett für uns. Das wird lustig. Diese Torte ist einst für den Geburtstag einer besonderen Prinzessin entstanden. Sogar die Kerzen waren seinerzeit riesig. Es war nicht leicht, sie alle anzuzünden. Und natürlich auszupusten. Naja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was wir jetzt feiern. Zu Recht. Nun, wir wollen wieder eine Geburt feiern. Die Geburt eines neuen Superstars. Alles klar? Wir möchten, dass ihr euch darum bemüht, Superstar zu werden. Genau, Zeit, unser Bestes zu geben. Den Ehrgeiz dazu habt ihr alle, soweit ich sehe. Also gehen wir die Sache an. Ich muss mich hier direkt um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Ab jetzt übernimmt Toad. Alles klar. Okay. Dann leite ich euch ab jetzt wohl an. Spielt ihr zum ersten Mal auf diesem Brett? Jupp. Prima, dann erkläre ich mal alles Wissenswerte. Das Spielbrett sieht lecker aus. Aber was sind das für Paare von Feldern in Grün? Tja, gute Frage. Weiß ich auch nicht. Vorsicht vor dem Bowser-Feld und roten Feldern auf dem Weg über den Pudding. Wer aufmerksam ist, entdeckt in der Nähe des Puddings vielleicht einen Goomba. Dieser Goomba entscheidet, welchen Weg du nimmst. Also ruhig mal vorbeischauen. Zuerst würfeln wir um die Zugreihenfolge. Oh ja, bitte, bitte, ich muss Glück haben. Ja, das erste Mal darf ich als Erster beginnen. Den ersten Zug hat Rosalina. Den zweiten Zug hat Prinzessin Peach. Den dritten Zug hat Wario. Und den vierten Zug hat Mario. Die Zugreihenfolge steht. Dann bekommt ihr für den Anfang ein paar Münzen. Dankeschön, das ist aber freundlich. So weit, so gut. Und wo ist der Stern? Tja, gucken wir doch mal. Da ist zumindest Toadette. Hier ist der Stern. Auf dem Weg hierher solltet ihr unbedingt Münzen sammeln. Das werden wir, Toadette. Versprochen. Jetzt ist alles bereit. Dann legen wir los. Also Leute, gebt euer Bestes. Viel Glück und viel Spaß. Werden wir haben. Das haben wir schon auf den letzten zwei Spielbrettern gehabt. Ich darf das erste Mal anfangen. Wie cool ist das denn? Und auf Wunsch von euch spiele ich heute auch mit Rosalina. Also, was wünscht ihr euch als nächstes? Ich habe schon Yoshi gelesen. Gibt es noch mehr Wünsche? Ein Ereignisfeld. Mal gucken, was passiert. Willst du hier eine Erdbeerpflanze anpflanzen? Klein oder groß? Ah, waren das die Piranha-Pflanzen, die einem Geld abknöpfen? Ja, die waren cool. Na, wenn das mal nicht ein echtes Prachtexemplar von Erdbeerpflanze ist. Wenn ein Gegenspieler hier landet, klaut ihm die Erdbeerpflanze Münzen. Okay, ich weiß nicht, seit wann Piranha-Pflanzen als Erdbeerpflanzen bezeichnet werden, aber mir soll's recht sein. Wir haben also offiziell eine Erdbeerpflanze auf der Prinzessin Peach-Torte gepflanzt. Und bevor ihr fragt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß natürlich nicht, ob der Kuchen aus Erde besteht. Denn eine Pflanze braucht natürlich Erde, um wachsen zu können. Und sie muss auch gegossen werden. Aber ich frage mich, was die großen Piranha-Pflanzen können. Entweder die können tatsächlich Sterne klauen, was ich aber nicht ganz glaube. Oder aber die können sogar ganz viele Münzen klauen. Ich weiß ja nicht, wie viele die kleinen klauen können. Vielleicht 5 Münzen? Wir werden das noch rausfinden. Aber ich glaube, das war schon mal ein sehr, sehr guter Start für uns, dass wir gleich mal ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, um eine Blume zu kaufen, um zu investieren. Und damit beginnt das erste Minispiel des Tages. 4-Spieler-Minispiel. Wir spielen übrigens jetzt alle Minispiele, nicht mehr begrenzt auf N64, wie in den letzten Folgen.
Und hier haben wir die Pinguinplage aus Mario Party 5. Eigentlich ein ziemlich cooles Minispiel. Man muss versuchen, allen Pinguinen auszuweichen, bevor sie einen links ins Wasser schubsen. Denn das ist eiskaltes Wasser. Oh, ja, gut, gut. Eisprinzessin Rosalina ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Der arme Wario ist als erstes runter. Ich weiß auch nicht, warum die anderen nicht nach vorne kommen. Das ist doch viel besser, um direkt den Pinguin auszuweichen. Ich habe gewonnen, oder? Na, was? Wie haben die sich noch befreien können? Was? Oh, wie unfair. Wie hat Prinzessin Peach das geschafft? Hat sie jetzt gewonnen, weil das ihre Torte ist? Nee, ist mal im Ernst. Toll. Was für ein fabelhafter Start auf diesem neuen Spielbrett. Die Pinguine schubsen mich einfach glatt ins Wasser. Naja, gut. Hey, ich sollte mich glücklich schätzen, ja? Ich habe eine Blume gepflanzt. Im Übrigen noch ein kleiner Hinweis darauf, dass wir jetzt nicht mit 10, sondern 15 Runden spielen. Mal gucken, ob dann dadurch auf dem Brett mehr passieren kann. Man weiß ja nie. In Spaceland hätte ich mir nämlich gewünscht, dass wir vielleicht ein paar Runden mehr haben, um diesen Countdown in der Mitte des Spielfeldes noch zu aktivieren. Das ist mir jetzt leider nicht gelungen. Aber wir werden auf jeden Fall, wenn wir alle Spielbretter durch haben und ihr natürlich Lust habt, gerne nochmal alle Spielbretter spielen, allerdings mit schweren Gegnern. Ja, wir stellen sie auf schwer oder vielleicht auch auf extrem. Und ich krieg 5 Münzen für die Blume, habt ihr gesehen? Ha, Wario ist draufgekommen. Und diese Piranha-Pflanze kann wohl noch ein weiteres Mal Münzen klauen. Super, das ist sehr praktisch. Ja, wir werden am Ende vielleicht nochmal die Bretter spielen. Dafür dann aber mit schweren Gegnern und mit noch mehr Runden. Also dann wird es spannender, weil mehr passieren kann. Dann sammeln wir vielleicht alle bis zu 5, 6 Sterne. Keine Ahnung. So, 2 gegen 2 Minispiel im Oasengewusel. Was ist das denn? Ah, da kommt aus einer Vase alles Mögliche raus. Stacheln, also Stachis und aber auch Münzen. Ui, eine Oase wurde freigelegt für unsere 4 Helden. Peach, Rosalina, Wario und Mario. Dann wollen wir doch mal loslegen. Alles einsammeln. Ich sammle zusammen mit Mario. Also Mario, bitte streng dich an, ja? Ja, ich glaube, Mario macht mal wieder gar nichts. Mario, nicht stehen bleiben. Immer muss ich so komische Teampartner haben. Kann ich nicht mit Wario zusammen sein? Wario ist ja so geldgierig. Ich glaube, den als Partner zu haben, ist immer am besten. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachten könnt, aber gefühlt sammle ich alles alleine ein. Und Mario macht gar nichts. Mario, du bist schon ein fauler Typ heute. Also nichts gegen Mario, ja? Ihr wisst, ich bin Mario-Fan. Ich spiele sehr, sehr gerne Mario-Spiele und denke mir auch gerne Geschichten aus. Aber hier auf diesem Spielbrett, hier auf der Torte von der lieben Prinzessin, ist er schon ein kleiner Fauli, oder? Zumindest in diesem Minispiel. Na, wenigstens haben wir diesmal gewonnen. Nicht so wie im Pinguinspiel. Also gut, Rosalina, ich würde sagen, setzen wir die Reise fort. Und ich stehe wieder auf einem besonderen Ereignisfeld. Jetzt habe ich sogar genug Münzen für eine große Pflanze. Mache ich gleich mal. Und wusch. Jetzt kommt eine große Erdbeerpflanze raus. Eine wunderschöne, gesunde Erdbeerpflanze, nicht wahr? Wenn ein Gegenspieler hier landet, klaut ihm die Erdbeerpflanze einen Stern. Oh, das ist so cool. Das macht das Spielbrett so besonders. Es ist eigentlich ganz normal und simpel. Man läuft einmal auf dem Kuchen herum, dann gibt es noch den Pudding mit Bowser. Aber diese Pflanzen machen das Ganze so spannend. Denn selbst wenn man fleißig Sterne sammelt, wenn man versehentlich auf ein Ereignisfeld mit einer großen Pflanze kommt, zack, boom, bam, wird einem ein Stern geklaut. Das kann also strategisch sehr, sehr wertvoll für mich werden. Ja gut, Münzen sind auch nicht schlecht, zugegeben. Münzen brauchen wir einfach, um diese Sterne zu kaufen. Aber ich glaube, das war eine sehr gute und wichtige Investition für mich. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Denn selbst wenn ich Sterne klauen kann, bedeutet das ja auch, dass die Personen, die Charaktere, erst einmal auf mein Feld kommen müssen. Das ist die Grundvoraussetzung. Na gut, Linienführung. Oh, wir dürfen malen. Malen nach Zahlen.
Ja, das ist eigentlich ganz cool aus Mario Party 4. Wir müssen nämlich diese Linie nachzeichnen. Okay, ich probiere mal mein Bestes zu gehen. Oh, was mache ich denn da? Direkt mal so einen ganz komischen Bogen reingemalt. Bei den anderen sieht das gar nicht mal so schlecht aus. So wie ich das kurz überblicken kann. Aber gut, ja, der Kreis, der war fürchterlich von mir gemalt. Aber schön, dass wir hier mit Wachsmalkreide malen. Habe ich schon lange nicht mehr. So, wow! Zurück. Entschuldigung, ich musste was korrigieren. Was habe ich denn da für eine Schleife eingebaut? Oh Gott, ist das peinlich. Seht ihr das? Was sollen denn die anderen denken? So, jetzt ist das Ganze in Prozent ausgerechnet. Wie viel Prozent man denn die Linie erreicht hat. Und yay! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen, wie cool! 91%. Und damit kriege ich wieder Münzen und lande auf Platz 3. Ja, ich habe aktuell relativ wenig Münzen, weswegen ich nur auf Platz 3 bin. Aber hey, alles gut. Denn es kommt ja auf die Sterne an. Dann wollen wir mal würfeln. Oh nein, 7. Das ist eine viel zu hohe Zahl, oder? Nein! Tja, du hast leider nicht genug Münzen, Rosalina. Sammle sie fleißig. Ich weiß. Oh nein, nur weil ich die 30 Münzen für die Piranha-Pflanze ausgegeben habe. Demzufolge konnte ich mir jetzt, weil mir die Münzen gefehlt haben, keinen Stern kaufen. Und da Peach keinen Stern hat, passiert auch an dieser Stelle nichts mit meiner großen Erdbeerpflanze, mit meiner Piranha-Pflanze. Ja gut, wenn man keinen Stern hat, ist die Piranha-Pflanze eher sinnlos und hat keinen Effekt. Schade. Aber ich setze nach wie vor auf diese Strategie. Ich finde das, glaube ich, gar nicht mal so übel, hier eine Piranha-Pflanze gepflanzt zu haben. Und ich habe relativ am Anfang des Spielfeldes ja auch noch eine Münzen-Erdbeerpflanze. Also, gut Ding will Weile haben. Wir beobachten das Ganze, ja? Oh, jetzt kommt Mario. Und der holt sich den ersten Stern. Oh, Teppichtörtchen. Damit landet er auf Platz 1. Und der ist ja aktuell auf Platz 4. Zumindest nachdem er so viele Münzen ausgegeben hat. Und zack, Moment, jetzt seht ihr es rechts unten in der Ecke. Von Platz 4 auf Platz 1 gesprungen. Und somit bin ich jetzt aktuell auf dem letzten Platz. Hey, hey, alles gut. Alles gut. Ich bin noch guter Dinge und wir haben gerade erst das Spielbrett angefangen. Alle gegen Prinzessin Peach und wir spielen Piranha-Verfolgung. Was war das noch? Aus Mario Party! Das war auf der N64 so ein schwieriges Minispiel. Wenn ich mit dem Skateboard gefahren bin, habe ich nie gewonnen. Aber gut, ich stehe auf der Wolke, ich sitze auf der Wolke und muss lediglich Stampfattacken einsetzen, um die Wolke regnen zu lassen und damit unsere Piranha-Pflanze wachsen zu lassen. Ich habe es also gar nicht so schwer. Ich frage mich nur, soll ich die ganze Zeit einfach eine Stampfattacke einsetzen oder soll ich das ein bisschen timen? Und das dann machen, wenn die Piranha-Pflanze versucht, Peach zu fressen. Ich habe keine Ahnung. Komm, lauf, Piranha-Pflänzchen! Du musst Prinzessin Peach auffressen. Ja gut, nicht auffressen, aber zumindest mal wegstoßen, von ihrem Skateboard stoßen. Und die Frage ist nur, warum fährt sie mit einem Skateboard durch Matsch? Ich weiß ja nicht, aber so richtig schnell kann das nicht sein. Und unsere Piranha-Pflanze hat es geschafft. Und damit auch Wario, Mario und ich als Rosalina. Ändert allerdings nichts an der Platzierung. Peach bleibt auf 2, so wie auch alle anderen Charaktere auf ihren Plätzen bleiben. So, dann würfeln wir mal weiter. Eine solide 6. Wo kommen wir raus? Oh, ein Toadladen. Hallo. Habt ihr eine Goldröhre? Nee, habt ihr nicht. Pilz, Pech. Oh Gott, was nehme ich denn? Warpwürfel finde ich auch immer ganz lustig, aber das ist ein zufällig ausgewählter Charakter. Ne, ich nehme den Glückszahlwürfel. Im Fall der Fälle kann ich entscheiden, was ich würfeln möchte, um dann auf ein bestimmtes Feld zu kommen. Glaubt mir, das kann nie verkehrt sein. Gerade im späteren Spielverlauf, wenn man versuchen möchte, irgendwas noch am Spiel zu reißen, irgendwas zu ändern, dann kann so ein Würfel sehr viel wert sein. Da sind mir diese 12 Münzen sehr, sehr viel wert.
Oh nee, Wario holt sich auch einen Stern. Es haben Mario und Wario jeweils einen Stern. Und damit lande ich jetzt definitiv wieder auf Platz 4. Oh nein! Okay. Puh! Alles gut. Wir sind nur in Runde 5. Moment mal, Runde 5 bedeutet, dass wir ein Drittel des Spiels schon haben. Nein! Okay, ich will ja nichts sagen, aber demnächst sollte ich unbedingt einen Stern bekommen. Denn sonst sehe ich schwarz. Oh, was passiert jetzt? Zeit für die Blumenlotterie. 10 Münzen bringen dich zu deinen Träumen. Du hast nicht genug? Ja, dann nehme ich einfach den Rest. Ha, Pech gehabt. So, Mario, dann wähle einen Blumensamen aus. Nur einer bringt dich zum Hauptgewinn. Dann schauen wir doch mal. Okay, pflanzen wir das gute Stück ein. Und... Wow, Bowser! Oh oh. Glückwunsch, das ist ein Hauptgewinn. Schöne Grüße auch an König Bowser. Oh, der arme Mario. Der muss seinen Erzfeind betreten. Nicht betreten, besuchen. Bonus-Minispiel, alle gegen Mario. Ja, das geschieht dir recht, mein Freund. Dann wollen wir doch mal gucken. Der Hingucker. Was muss man da machen? Ah ja, genauso gucken wie die Figur oben, nicht wahr? Okay, dann würde ich sagen, das wird ganz lustig. Das ist ein Minispiel aus Mario Party 2. Beginnen wir! Start! Das ist so cool. Und jetzt, wupp, wupp, wupp. Ah, schnell nach links. So. Was? Wir haben verloren? Ach, wir dürfen nicht wie die Person da oben schauen. Nein! Wario, du musst für uns gewinnen. Bitte, Wario. Wario hat im Verhältnis zu Prinzessin Peach und Rosalina einen super großen Kopf. Okay, Achtung. Wir haben noch 2 Noten, wie man auf dem Regenbogen erkennen kann. Zweimal muss Wario es noch schaffen. Wario, was machst du? Nein! Mario hat gewonnen. Oh, ja, das ist meine Schuld. Das ist wirklich, wirklich meine alleinige Schuld, ja? Weil ich nicht verstanden habe, wie das Minispiel korrekterweise funktioniert. Ich hatte es einfach ganz anders im Kopf. Ich dachte, man muss genauso schauen wie der Charakter oben. Aber nee, gerade das Gegenteil ist der Fall. Einen Würfel oder ein Item möchte ich erstmal nicht einsetzen. Ich bleibe beim Würfel. Und jetzt bin ich an der Reihe. Zeit für die Blumenlotterie. 10 Münzen bringen dich ans Ziel deiner Träume. Oh nein, muss ich das ausgeben? Ja, musst du. Dann wähle einen Blumensamen aus. Nur einer bringt den Hauptgewinn. Dann nehme ich den, den finde ich schön. Dann schauen wir doch mal. Los geht's. Okay. Bitte, bitte, bitte. Kein Bowser. Bitte. Ja, wie schön. Tja, leider ist dir ein Besuch bei König Bowser nicht vergönnt. Nicht weinen, ja? Nee. Ich weine nicht. Alles gut. Ich habe wieder die Chance zu pflanzen. Ja, nur eine kleine, aber hey, immerhin. Aber jetzt sollte ich darauf achten, dass ich auch ein bisschen Geld sammle. Ich brauche ja 20 Münzen für einen Stern. Aktuell habe ich nur 4 Münzen und natürlich 0 Sterne. So, was macht Prinzessin Peach? Oh! Prinzessin Peach ist aktuell, wie man rechts oben erkennen kann, auf Platz 3. Durch diesen Stern verliert sie zwar 20 Münzen, gibt diese aus für einen Stern, aber landet dadurch auf den ersten Platz, weil sie die meisten Münzen hat. Und ich bin immer noch auf 4. Ich bin jetzt der Einzige, der keinen Stern hat. Oh nein. Und das alles nur, weil ich vorhin zu viel Geld ausgegeben habe für die Pflanze. Und was macht Wario jetzt? Der kauft sich bestimmt auch irgendetwas, oder? Für 7 Münzen. Ah, ein Warpwürfel. Warum auch immer. Irgendetwas scheint er zu planen. Ich meine, ein Warpwürfel kann schon sehr hilfreich sein, um die Plätze zu tauschen. Aber wofür genau? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich würde sagen, Zeit für ein Minispiel. Und ich bin Team Blau, das heißt alle gegeneinander. Und wir spielen Howden Pocky. Aus Mario Party 7. Mario Party 7 habe ich nie gespielt. Aber wir müssen einfach nur die A-Taste hämmern. Und das wie bekloppt. Okay, sowas kann ich gut. Moment, ich bin bereit. 3, 2, 1, Joy-Con, mach dich bereit. Und jetzt wird gehämmert.
Gas geben. Jo. Ja. Puh. 6 Sekunden und 3 Hundertstel. Ja, das war kein Problem. Mario hat es, glaube ich, nicht rechtzeitig geschafft in der Zeit. Aber wir haben es gemeistert. Wir haben es geschafft. Und das in kürzester Zeit. Also auf die A-Taste hämmern, ich glaube, das kann ich ziemlich gut. Dieses berühmte Button-Mashing, wie es so schön heißt. Runde 7. Und ich bin am Zug. Dann mache ich mal weiter. Vielleicht kann ich ja noch einmal ein paar Blumen pflanzen. Du schlägst dich prima. Darauf kann man stolz sein. Hier, nimm diese 10 Münzen, Rosalina. Dankeschön. Kann ich gut gebrauchen. Und, oh nein, von Wario. Nein, nein, nein. Wie viele Münzen werden mir abgeknöpft? Oh, nicht so viele. 10? Genauso viele, wie ich gerade bekommen habe. Ach, diese Piranha-Pflanze kann wohl noch ein weiteres Mal Münzen klauen. Och, Menno. Dabei brauche ich die Münzen doch so dringend. Ereignisfeld, was passiert jetzt? Ah, sie darf eine Abkürzung nehmen. Das ist ja mal schlau. Wario Time. Mal sehen, was Wario jetzt machen wird. Ah, komm nur ein paar Schritte weiter. Oh, jetzt darf er auch zur Blumenlotterie. 10 Münzen. Und dann bin ich gespannt, was für einen Blumensamen er auswählen wird. Und vor allem aber auch, wie viel Glück er haben wird. Oder aber, alternativ, wie viel Pech. Und? Oh, Wario, du alter Glückspilz. Tja, leider ist er im Besuch bei König Bowser nicht vergönnt. Der freut sich natürlich. Jetzt mal im Ernst, wer möchte schon König Bowser besuchen? Mario anscheinend. Er läuft jetzt direkt an ihm vorbei. Warum setzt er jetzt seinen Glückswürfel ein? Vielleicht bevor dieser geklaut wird von Bowser, man weiß ja nie. Ich hoffe, du hast schön gespart. Ich habe nämlich was für dich. Ein Gegenstand, der über Generationen weitergereicht worden ist. Ich überlasse ihn dir für 18 Münzen. Das ist quasi geschenkt. Oh, mal gucken, was er kriegt. Achtung, ein Pechwürfel. Okay, warum das? Ich weiß, im Laden kriegst du das Ding für nur 3 Münzen. Na und? Oh, no. Bowser, coole Aktion. Hat ihm für einen Gegenstand, der nur 3 Münzen kostet, 18 Münzen abgeknöpft. Bowser, Bowser, du alter Schlingel. Das ist doch ausgefuchst. So, alle gegeneinander. 4 Spieler-Minispiel. Wir spielen den Himmelsstürmer aus Mario Party 6. Hier müssen wir einfach auf die Paragumba springen, um möglichst ganz weit nach oben zu kommen. Okay. Ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Und ohne jetzt zu siegessicher zu sein, ich denke, ich bin schneller als die ganzen Kontrahenten, als meine Gegner. So, zack, zack, zack. Ja, und allein jetzt schon bin ich viel weiter als alle anderen. Ich sehe zwar nicht die Meta-Anzahl, dazu bin ich zu konzentriert auf Rosalina und ihre Sprünge, aber ich sehe aus dem Augenwinkel, dass sich mein Bildschirm mehr bewegt als die Bildschirme der anderen. Demzufolge springe ich ein bisschen schneller hoch als die anderen. Okay, okay. Au, ey, Paragumba, beweg dich. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ein paar Schritte kann ich noch machen. Und, oh, 123 Meter. Damit bin ich mit Abstand viel weiter gekommen als alle anderen. Allein schon mehr als doppelt so weit als Mario. Trotzdem ändert das nichts an der Platzierung. Solange ich keinen Stern habe, bleibe ich auf dem 4. Platz. Oh nein, ich muss Gas geben. Es sieht nicht gut aus. Wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte der Spielrunden geschafft. Hier auf dem Spielbrett der Torte von Prinzessin Peach. Also wenn nicht bald ein Wunder geschieht, dann weiß ich auch nicht. Oh, Peach, was machst du auf dem Bowserfeld? Das gibt Ärger. Oh je, Mine. Willkommen. Das Bowserfeld bringt immer Spaß. Mach dich auf was gefasst. Jetzt kriegst du was von mir. Aber was? Eine Bowser-Revolution? Ich finde, es gibt Wichtigeres im Leben als Münzen. Zum Beispiel Gleichheit. Ganz wichtig. Deshalb sollt ihr jetzt alle gleich viele Münzen haben. Warte, warte. Wie viel habe ich überhaupt? 27. Also zeigt mir, wie viele Münzen ihr habt. Los, los, los. Nein, nein, nein. Warte mal. Das macht insgesamt 100 Münzen. Dann teile ich sie jetzt auf. Ganz gerecht. Dann kriegt jeder 25. Okay, ich habe nur 2 verloren.
Soll keiner sagen, ich wäre nicht der ganz große Weltverbesserer. Wario, der Weltverbesserer. Und entschuldigt, ich sagte, ich habe nur zwei weniger, oder? Aber ich hatte... Hatte ich 27? Nee, ich hatte 31, oder? 31, dann habe ich 6 Münzen weniger. Das ist natürlich dann schade. Aber gut, nicht ganz so wild, wie ich anfangs dachte. So, was macht Wario? Und Wario hat leider den Platz mit mir getauscht. Ich muss also nochmal an dieser Stelle vorbei. Ganz am Anfang. Ich weiß auch gar nicht, warum Wario das getan hat. Der hat doch gar nichts davon. Aber immerhin ist Wario im Moment auf Platz 1. Und ich schon wieder auf Platz 4, so wie im Spaceland. Na egal, ich darf nicht aufgeben. Hä? Moment mal. Ist Mario schon wieder auf dem Weg zum Stern? Nein! Mario wird spätestens in der nächsten Runde seinen zweiten Stern bekommen. Und ich bin dann immer noch bei 0. Okay, jetzt erstmal alle gegen Prinzessin Peach. Och nein! Das Spielbrett sieht nicht gut für mich aus. Der Coco-Cooler. Oder Coco-Cooler, besser gesagt. Diesmal bin ich allerdings nicht im Fass, sondern oben auf dem Kokosnussbaum. Dann wollen wir die Prinzessin doch mal erwischen. Komm, komm, Teamwork ist hier gefragt. Wir schaffen das. Komm, 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 komm. Ja, wir müssen versuchen, Prinzessin Peach einzukesseln. Ja, 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 ja. Es hat funktioniert. Gerade beim Zurückrutschen wurde sie von meiner Kokosnuss erwischt. Oh Mann, aber es wird echt knifflig. Ich habe noch keinen Stern. Werde ich es überhaupt noch schaffen können? Naja, bleibt katastisch.